hast du auch heute eine Legung für dich. Er meldet sich nicht. Was kannst du tun? Schön, dass du dabei bist. Wünsch dir was. Ist der Weihnachtsengel dabei? So, mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und los geht's. So, wir fragen. Er meldet sich nicht. Warum? Warum meldet er sich nicht? Warum? Warum? Ihr wisst ja, dass wir heute... Was haben wir heute? Ein Portal und einen Venustag. Was haben wir von einem Venustag heute? Sag es dir. Venus steht zur Opposition zu Jupiter. Und wir machen heute, oder ich mache vielmehr für dich, einen Glück in der Liebe-Ritual. Glück in der Liebe-Ritual. Ja, das findest du jetzt nicht auf der Webseite. Da findest du nur die Venus-Rituale. Aber ich sage dir das ja jetzt, ne? Und guck mal, Glück in der Liebe und da scheint die Sonne rein. Denn es geht wirklich darum, ja, er meldet sich nicht, was du tun kannst, ja. Und Portaltage sind ohnehin gut für Persönlichkeitsentwicklung, für den seelischen Wachstum und Weiterentwicklung. Guck mal, der Neumond ist jetzt auch bald in dem Feld. Also am 13. haben wir den Neumond, ne? Er meldet sich nicht, weil der Angst hat. Er meldet sich nicht, weil der noch ziemlich in der Unreife ist. Also Ritter der Münzen ist noch sehr viel Bewegung bei ihm, aber noch nicht das, was er will. Der hat noch sein Herz verschlossen, definitiv. Und das ist einer, also ein Seelenpartner. Ein Herzensmensch, ein Seelenpartner und er spürt deinen Wahnsinnsfeuer, ja, und darum meldet er sich nicht. Du machst ihm Angst. Nanu, sowas. Also das hörst du vielleicht gar nicht so gerne, dass du ihm Angst machst, aber Asterkelche, also sind gute Chancen, dass er aber seine Liebe für dich zeigen kann. Und dazu kommt das Gericht. Guck mal, es scheint sogar hier der das Licht da drauf, das heißt das Gericht, also das ist, was die höhere Macht. Die höhere Macht sagt er, so, zu den eigenen Bedürfnissen muss er stehen und das kommt etwas ganz schnell in Bewegung. So, und wir fragen, was kommt in der Bewegung mit dem Kippers? Und du konzentrierst dich und wir fragen, was sollst du tun? Also, er meldet sich nicht. Das haben wir hier, ja. Und jetzt geht es um dich. Konzentriere dich, damit du dich schnell melden kann. Also, was kannst du tun? Du kannst dafür sorgen, dass du wieder in seine Gedanken kommst. Also, wie gesagt, mit der Energieübertragung, das wird er ja auch spüren, ja. Also, und wie gesagt, Portaltag und Venus, was habe ich gesagt? Wenn du am Venus-Ritual teilnimmst, dann hast du den Portal gratis. Also den Portal-Energiekreis ist immer mit Reiki, Großgrad und Lichtgrad. Das ist eine Energieübertragung, immer um 23 Uhr. Der Ritual dagegen ist um 22.22 Uhr. Also wenn du das eine buchst, bist du bei dem zweiten schon dabei. Ist das nicht schon ein tolles Geschenk? Also ich finde schon, ne? Also kannst du schon viel für dich mitnehmen, ja? So, und wir schauen, du kannst dafür sorgen, dass du in seinen Gedanken kommst, ne? Du kannst offiziell dafür sorgen, ja? Also wie gesagt, mit dem Energie unterstütze ich dich dabei. Du kannst dafür sorgen, dass er aus diesem Verlust rauskommen kann. Denn wenn der diese warme Energie in Verbindung mit dir hineinsetzt, ja, dann hat er auch Lust wirklich auf einen Neuanfang. Ne? Und auch wenn das ein langer Weg ist. Klar ist das ein langer Weg in der Seelenverbindung. Klar, du spürst ihn ja auch dabei. Dann wird er auch Lust haben, um diese Veränderung zu fühlen. Und dann wird er auch Lust bekommen, denn er wird auch seine eigene innere Reichtum da
auch so sein, seinen Wert auch spüren, denn du bist hier wirklich als reiche Mädchen für ihn, also eine Motivation überhaupt. Du motivierst ihn dabei. Guck mal, du motivierst den Herzensmenschen. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde das großartig, wenn du etwas hier bewegen kannst, damit das, ich werde wahnsinnig, ich muss die Karten hier lassen, damit ihr das seht. Also es geht wirklich darum, dass es in der Ehe geht und Glück in der Liebe mit euch zwei. Love is in the air. Wie schön ist das? Guck mal, da könnt ihr zu hohen Ehren kommen. Ist das nicht mega? Ich finde das wirklich, wirklich mega. Und zwar, das steht schon in das Wohnzimmer an, damit ihr vielleicht auch unter dem Tannenbaum gemeinsam Händchen halten könnt. Zu Weihnachten, zu Fest der Liebe. Ist das doch nicht wunderbar? Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass es auch erstmal Mühe und Arbeit von dir gefordert ist, ja, aber auch von ihm gefordert ist, damit diese Reise stattfinden kann. Diese Reise stattfinden kann, dass er zu dir kommen kann, dass er hier aus diesem Gefängnis rauskommen kann, denn der ist schon ein guter Herr, definitiv, und ja, der ist schon beunruhigt. Vielleicht hast du dem auch irgendwie die Tür vor der Nase zugeknallt. Vielleicht ist er denn aber auch irgendwie in Erwartung. Ne? Vielleicht bist du in der Erwartung. Aber guck mal, du wirst auch dieses Geschenk bekommen. Vielleicht wünscht er sich auch, dass du ihm auch ein Geschenk, also auf jeden Fall zukommen lässt. Ich würde dir empfehlen, mach dieses Ritual, das wird auf jeden Fall auf energetischer Ebene für ihn also eine große Unterstützung sein, denn ich habe das Gefühl hier wirklich, dass ihm es nicht gut geht. Der ist richtig krank, also es kränkelt hier etwas, es beschäftigt ihm etwas. Also so ist er in dieser Situation auch nicht glücklich. Denn er ist in der Ferne Horizonte, der ist auch gar nicht bei dir richtig nah da. Und es geht doch darum, wenn er hier, wie gesagt, also die Gemeinschaft, er will ja, er wäre ja auch bereit für eine Patchwork-Familie. Kannst du dir das vorstellen, dass alle unter dem Tannenbaum sitzen, egal wie und was, Eltern, Oma, Opa, Onkel und richtig große Väter, ja nicht nur unter Weihnachtsbaum, aber guck mal, also kannst du dir das vorstellen, dass er zu dir nach Hause kommt? Also das wäre doch mega, oder? Und alles, was du dir vorstellen kannst, kann Realität werden. Also mit Sicherheit. Das sagen dir die Karten. Ich unterstütze dich auch auf jeden Fall mit Ritual, mit Energie, mit Persönlichkeitsentwicklung. Schreib mir einfach. Und wie gesagt, also da kommt er auf dich zu und das wird wirklich erfolgreich sein. Hab Vertrauen, es wird eine Happy End auf der ganzen Linie geben. Und ich sag, überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür. Lass ihn herein. Ja, ich freue mich auf dich, sichere dir auch einen Platz. Und ich sage Dankeschön und bis bald. Bye-bye. Ciao, ciao.